Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Blood Bowl 3. Die Season 1 ist ja live, ne? Und die gucken wir uns heute einfach mal ein bisschen an, machen ein Spiel in der Official Ladder Season 1, also das Herzstück hier dieses Updates quasi. Ganz nebenbei gibt es noch die Coach Level, da gibt es noch keine Liste leider, was hier freigeschaltet wird bei den Leveln, aber es sind bisher immer so Farben gewesen, ein paar Muster waren dabei für die Trikots. Es wird nachher noch einen Ork-Platz geben, weiß ich irgendwie, ein paar Würfel wird es geben irgendwann. Da müssen wir mal gucken, da gibt es halt noch keine Liste leider. Da kann man bis Level 100 kommen auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Level, das ändert sich gar nicht, kostet 700... Ich glaube, man hat mit 700 und einem Punkt angefangen irgendwie und dann steigert sich das pro Level um ein oder zwei Punkte. Das kann sein, das weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall bis Level 100 hoch. Das kann man halt einmal machen und dann hat man da seine Belohnungen durch. Ne? Warpsteine gibt es zwischendurch nochmal. Insgesamt 1000, munkelt man, wird es geben. Ansonsten wird das Ganze halt komplementiert vom Blood Pass. Ne? Den gibt es dann für jede Season extra. Da kostet ein Level 1000 XP, die man sammeln muss, also ein Spiel ungefähr. Da gibt es 50 Stufen und dann gibt es hier so alle 7 Stufen so ein Ding free, ne? Also man kann dann den Blood Pass kaufen für, oh jetzt muss ich euch anlügen, ich glaube für 1000 Warpsteine kann man den kaufen. Und wenn man den halt nicht kauft, ne, dann kann man hier aber diese freien Belohnungen wenigstens freischalten. Ne? Ihr seht, das sind hier so Kosmetiken auf jeden Fall, auch immer so ein bisschen themenbezogen jetzt. Ne, diese Saison sind halt die Lizardmen dran, das heißt auch The Lustrian Season. Warpsteine gibt es jetzt in dem Blood Pass 250. Ich meine eigentlich, ist später so angedacht, dass das erhöht wird, sodass man auch den Preis des Blood Pass, wenn man bis Level 50 kommt, komplett wieder reinholen kann. Ne, wenn man, also man investiert jetzt erstmal 1000 Warpsteine und bekommt dann nachher 1000 wieder raus. So wird das laufen, denke ich. Wobei ich nicht glaube, dass der Preis bei 1000 Warpsteinen bleiben wird. Das wäre, glaube ich, sehr billig. Denn am Ende des Blood Passes steht ja immer das aktuelle Volk, das man freischalten kann. Diesmal haben sie es für alle kostenlos gemacht, halt am Anfang des Blood Pass. Deswegen können jetzt alle schon mit den Lizardmen spielen. Und... ja, das ist halt auch immer eine freie Belohnung, ne? Also man muss nichts für den Blood Pass bezahlen, sondern da bekommt dann das Erfolg auch kostenlos, wenn man das spielt. Man kann es, wenn man das verpasst hat, später natürlich auch als DLC im Store kaufen, ne? Genauso wie diese ganzen Kosmetika, die wird man dann auch hinterher im Store kaufen können. War zumindest so der Plan. Ich weiß nicht, wie es dann läuft. Im Moment tauchen diese Kosmetika noch nicht im Store auf. Kann natürlich sein, dass sie erst reinkommen, wenn der Blood Pass vorbei ist oder dass man die hinterher gar nicht mehr kaufen kann. Ja, aber hier gibt es schon interessante Sachen. 50 Stufen muss man da halt spielen. Ne? Das sind ungefähr 50 Spiele. Multiplayer, wohlgemerkt, da müssen wir mal gucken. Ne? Freundschaftsspiel, das waren knapp unter 1000 XP für ein Spiel gegen die KI. Das habe ich schon mal ausprobiert. Gab es so ungefähr 700 XP. Also, ja. Wie viele Spiele habe ich denn gemacht? Zwei? Drei? Im Moment? Ein oder zwei KI-Spiele habe ich gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich habe zwei KI-Spiele gemacht tatsächlich und ein Freundschaftsspiel gegen Bencake. Na, also, ihr könnt ja quasi hier selber rechnen so ein bisschen, wie viel es gab. Und dann gibt es auch noch eine Belohnungsstufe hier in der Official Ladder heißt es. Da gibt es nämlich Stufen, ne, je nachdem in welcher Division man abschneidet. Also da gibt es ein, ich weiß gar nicht, wofür SR steht tatsächlich, ist halt irgendein Rank. Ne? Also es ist eine Elo im Prinzip, die man sich erspielt und für das Matchmaking wird jetzt diese Elo genommen und der Team Value und je nachdem wie hoch die Elo ist, ne, bekommt man dann hier halt irgendwie Belohnungen, ne, hier irgendwie, ich weiß nicht, was dahinter steckt, ob dann hier irgendwie wirklich nur so ein Abzeichen dahinter steckt oder ob das anders ist und das geht halt hoch bis zu den Top 100, ne, die werden dann alle einzeln gerankt und vorher weiß man seinen Rang gar nicht, sondern nur seine Stufe.
Und ja, das kann sich aber noch ändern, wie viele dann hier tatsächlich einzeln gerankt werden auf dem obersten. Das wären vielleicht mehr, noch weniger. Das weiß man bei Cyanide noch nicht. Da guckt man noch, wie das Ganze dann läuft jetzt in der Season 1. Das ist noch so ein bisschen Test. Die Punktealgorithmen werden sich vielleicht auch nochmal ändern. Ne? Die Stufen sind halt alle 200 Punkte jetzt abgestuft. Zwischen 1000 für Bronze und 2000 halt für die Master Division. Und ja, von der Master Division aus kann man dann halt in die Top 100 kommen. Und spielt dann halt auch vorwiegend gegen Spieler von aus seiner Skill-Klasse, sage ich mal einfach. Ah, es ist Skill-Rank vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall, kann man mehrere Teams registrieren? Ich weiß nicht. Ich würde denken, ja. Wir registrieren einfach mal ein Team, machen ein lockeres Spiel, gucken mal, wie viele Punkte es gibt dann. Am Ende, gegen was für ein Team wir antreten. Ich vermute Echsen. Ich habe hier die Quakenburg Overlords gebaut. Ein Echsen-Team mit 2 Lizard-Skins, 6 Sauri, 3 normalen Skins, 2 Rerolls. Hab noch 30.000 übrig, also davon könnte ich mir Dedicated Fans oder sowas holen. Aber ich spare die erstmal für den Apotheker. Ich hätte auch die beiden Chameleon-Skins gegen normale Skins austauschen können. Und davon Apotheker mitnehmen können am Anfang, wäre auch eine coole Idee gewesen. Aber ich wollte jetzt die Chameleon-Skins dabei haben. Ne? Und dann sind die ersten Sachen, die wir anschaffen, auf jeden Fall ein Apotheker und ein Kroxigor. Kroxigor brauche ich, den konnte ich jetzt am Anfang nicht mitnehmen. Finde ich ein bisschen schade, aber das wird schon laufen. Wie sieht es denn hier aus? Sehe ich beim Ranking irgendwas? Achso, No Qualified Team. Achso, in den Top 100, die kann man sich hier angucken beim Ranking. Da ist noch niemand drin. Ne? Hier unten sieht man seinen eigenen Rang auf jeden Fall. Mit Team Value und allem drum und dran. Okay, das ist ja ganz spannend. So, dann suchen wir uns einfach mal einen Gegner. Kann ich jetzt eigentlich... Ne, ich kann nur ein Team registrieren. Ne? Ich habe jetzt hier nicht mehr die Chance... Ah doch. Ich könnte jetzt hier ein neues irgendwie... reinhauen. 1, 2, 3, 4, 5 Slots habe ich scheinbar zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob die Liste dann erweitert wird oder nicht. Hier kann man sich nochmal angucken, ne, wie das Ganze läuft. Also jeder kann rein auf jeden Fall. Ne. Das ist das Logo von der Season, dieses Echsen-Logo halt. Clock Rule, Competitive, ne, also diese 2 Minuten plus 7 Minuten 30 Bonuszeit sind das. One-Off-Match, okay. Minimum TV, Maximum TV nicht gedingst. Wegen Verlängerung wollte ich mal gucken, da steht gar nichts, ne? Ist es hier im. Nee, Playoff-Format ist es nicht. Ich dachte, hier müsste auch stehen, ob es eine Verlängerung gibt oder nicht eigentlich. Ach ja, und man muss ein neues Team natürlich mit reinnehmen. Ne, das sind so die Regeln von der Liga. So. Wir schauen mal, wen wir finden, wie lange das dauert. Es ging richtig schnell. Wir spielen gegen Skaven. Okay. Die haben Rattenoger dabei. Das ist natürlich auch spannend. Wir schauen uns das Team gleich mal ein bisschen an. Ja, 2 Gutterrunner habe ich da gesehen, meine ich. Aber gegen Skaven gleich ist natürlich ein bisschen haarig, sage ich mal. So, da sind unsere... Okay, beides Ork-Coaches. Die sind hier schön synchron. Ja, 2 Gutterrunner sehen wir. Hier sehen wir eine Menge Linemen. 2 Blitzer sehen wir vorne. Und was ist denn das andere? Ist ein Werfer oder sowas? Ja, Skaven müssten auch einen Werfer haben, ne? Victor, Shame of Mordheim. Okay. Ich bekomme 15.000 Petty Cash. Davon kann ich mir natürlich gar nichts holen. Aber wir gucken uns mal sein Team ruhig an, würde ich sagen. Wir haben hier also den Rattenoger auf jeden Fall. Dann haben wir hier 2 Blitzer, die haben Block ganz normal. Ne? Gutterrunner, die sind halt schnell und nervig. Dann haben wir eine Menge Linemen und dann haben wir hier einen Werfer. Der wird natürlich unser bevorzugtes Ziel werden erstmal. Ne? Die Gutterrunner mit Stärke 2, die kann man auch gut ausschalten. Das können vielleicht unsere Skinks machen. Also ich glaube, er ist ein bisschen ungeduldig.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er mein Team nicht angeguckt. Vielleicht weiß er, wie so ein Team aussieht. So, wir wollen den Ball haben am Anfang. Da muss er nämlich zuerst aufstellen und wir können an der Linie schon mal für ein bisschen Unruhe sorgen. Ist so meine Idee. Er hat einen Apotheker dabei. Ich halt nicht. So, er hat natürlich Linemen hier vorne. Klare Sache. Blitzer, Gutterrunner, sein Werfer dahinter. Da noch ein Lineman. Okay, cool. So, hier hinten stellen wir ein paar Safeties auf. Ein bisschen dichter ran können die schon. Ja, wir versuchen das mal so. Und gucken mal, was wir hier vielleicht mit den Linemen anstellen können. Ach, ich hätte die natürlich weiter nach hinten stellen sollen. Ah, ich bin dumm. Wir bekommen ja den Ball. Okay, das war jetzt richtig dumm von mir. Brilliant Coaching. Wir haben ein Reroll dazu bekommen. Das ist schon mal gut. So, wir fangen ja einfach mal vorne an der Linie ein bisschen an. Versuchen hier ein paar zu zerhauen. Da hätte ich gern Reroll. Ach, geil. Okay, läuft. Ach, Quatsch. Ach. Okay, es läuft. Es läuft einfach. Wunderbar. Der ist direkt verletzt. Okay, aber nächstes Match haben wir den wieder. Ja, ohne Block ist einfach nicht ganz so safe, das Ganze. Aber er kommt jetzt hier zumindest noch nicht super einfach durch. Ne? Also wir haben hier natürlich einen Channel jetzt offen, wo er durch kann irgendwie. Er könnte auch außen durch, aber er kommt ja noch nirgendwo hin erstmal. Okay, er stellt meinen Lizardman zu. Ne? Er ist jetzt natürlich in der Überzahl erstmal. Sein Problem ist natürlich, er müsste hier immer drei Spieler für einen Lizardman irgendwie aufbringen. Okay, er schubst ein bisschen. Das ist noch kein Problem. Er hat Frenzy, okay. Gut zu wissen. Ja, dem geht's gut, der ist nur ein bisschen betäubt. Und dann kommt da der Gutter Runner durch. Da hat er sich hier auch frei geblockt. Aber der wird natürlich abgefangen. Okay, da stellt er zu, damit der Gutter Runner hier freie Bahn hat. Er rechnet aber nicht mit meinen Skinks unbedingt. Da kommt der zweite Gutter Runner. Ich kann natürlich nur einen wegblitzen. Da kommt das Foul. Okay, also wir haben hier schon einen relativ erfahrenen Spieler, würde ich denken. Das hat aber nichts getan. So, ich habe den Ball noch nicht in der Hand. Ist das problematisch? Ich denke eigentlich nicht, ne? Also wir kümmern uns erstmal drum, dass wir hier irgendwas gegen diese hässlichen Gutterrunner machen können.
Ah, okay, da ich mein Skink jetzt natürlich ein bisschen falsch positioniert. Möglicherweise, wie will ich denn das machen? Ah, ich will ihn von hier nehmen. So, da haben wir ihn schon mal eingeklemmt. Ne, dem geht's gut, der ist nur ein bisschen betäubt. Ist in Ordnung, würde ich sagen. So, ihn kann ich nicht einklemmen vernünftig. Ne, wir können hier stehen bleiben. Er kann dann versuchen, ganz außen rum zu rennen. Wir haben hier links jetzt ein bisschen Platz auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ein Lineman und ein Blitzer. Da würde ich gerne den Blitzer rausnehmen. Dem geht's gut. Das ist ein One-Die. Den brauche ich nicht unbedingt. So, du kannst dich auch verpissen. Na, er liegt da jetzt halt betäubt. Das wäre auch ein One-Die. Und ich versuche einfach mal den Ball aufzunehmen. Verkackt das Ganze natürlich großartig. Das ist nicht weiter schlimm. Und wenn er jetzt halt einen Punkt macht, dann einen Touchdown, das ist auch nicht tragisch. Es geht mir nur darum, heute keinen Toten und Verletzten hier zu haben. Gutter Runner ist einfach viel zu schnell. Vielleicht hätte ich ihn doch hier hinten mit hinstellen sollen irgendwo. So, wir versuchen mal ein Shadowing. Achso, er ist schon am Ball. Okay, gut, dass die Animation so hervorragend gespielt hat. Und er hat 2 Punkte bekommen dafür. What? Ach ja, weil ich Shadowing gemacht habe. Mir war nicht klar, dass der da hinten ist. Das ist ein Bug. Der ist bekannt tatsächlich, ne, mit Shadowing oder auch mit, also er bekommt jetzt auch die doppelte Zahl SPP dafür und so. Das ist totaler Quatsch. Das bei Shadowing passiert das und bei noch irgendwas. Ach, beim Dump-Off passiert das auch. So, er weiß jetzt auch erstmal gar nicht, was los ist, ne. Die ganze Laufanimation hat ja halt auch gar nicht gespielt für mich richtig, deswegen, ich dachte hier irgendwie vorne wäre irgendwas passiert und wusste gar nicht, was mit dem Shadowing jetzt los ist. Aber ich dachte hier beim Lösen vom Skink, ne, da habe ich nicht richtig drüber nachgedacht, wäre da irgendwas passiert. So, okay, wir bekommen den Ball. Ich positioniere mich diesmal ein bisschen schlauer hier hinten und dann versuchen wir das Ganze nochmal. So, Changing Weather. Was haben wir für Wetter? Perfect Conditions immer noch. Okay, wunderbar. So, hier ist eigentlich alles cool, ne? Er käme hier hinten vielleicht irgendwie ran. Das will ich ihm natürlich ein bisschen madig machen einfach. Dem ich hier drüben zustelle. Wir lassen das hier so offen. Wir werden versuchen, hier stehen zu bleiben ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was der Gegner uns anbietet. Vielleicht kriegen wir hier irgendwann mal eine Verletzung. Achso. Also und jetzt versuchen wir den Ball mitzunehmen, ne, und dann hier irgendwo uns in die Mitte zu stellen vielleicht. Okay, Ball mitgenommen, wunderbar.
So, stellen wir hier noch einen Skink ran. Na, schauen wir mal, was passiert. So, da kommt er schon wieder. Schubst ein bisschen. Frenzied hier durch die Gegend. Ja, okay, da schafft er dann auch einen Pau. Ja, sucht den schöneren aus. Ach, legt den auch. Kommt er schon wieder durch die Rüstung durch. Und jetzt gut, dass mein Skink da steht. Ansonsten wäre ich nämlich schon direkt am Beiträger dran. Also habe ich hier halt noch Tackle-Zonen, dass er zumindest nicht komplett durch die Mitte durch kann. Also er muss jetzt irgendwo außen rumrennen. Mein Problem ist natürlich immer noch, dass ich hier ein bisschen in Unterzahl bin. Ja, stellt die Jungs hier erstmal zu. Holt sich einen Bonus, ne, und dann kann er hier gleich blitzen, nicht mehr im Gutterrunner, das muss er dann mit seinem Werfer machen. Das ist natürlich auch ein Risiko, der Gutterrunner hat Stärke zu wenig und meine Jungs stehen halt so eng zueinander, dass er da nicht noch einen dritten Spieler zum Support ranbringen könnte, ne, den hätte er dann hier hinbringen müssen. Ah, okay. Oh, geil. Wenn man so würfelt, ist natürlich geil. Und dann verkackt er jetzt, oder was? Irgendwie hat er da noch eine 1 geworfen. Ich weiß nicht, wofür die 1 gut war. Aber der Gutterrunner steht an dem schon mal scheiße, ne? Ich habe ja hier noch Reserven auf jeden Fall, die ich da hinziehen kann. Okay, er dodgt da auch durch. Er mag so ein bisschen risikofreudig hier scheinbar. Damit zwingt er mich natürlich, da Reserven hinzubringen. So, wir bringen dich erstmal dahin. Wie sieht es mit dir aus? Kriegst du? Ne, kriegst du nicht, weil der Rattenurger natürlich komplett im Weg steht. So, und fort mit dir. Der lebt noch. Das finde ich natürlich nicht so geil. So, aber wir können uns hier jetzt vom Rattenurger lösen. Ah, sehr gut. Er hat einen Apotheker. Den wird er auch benutzen, denke ich mal. Für einen Gutterrunner. Tut er nicht. Okay, er wartet da scheinbar auf den Tod. So, und jetzt muss ich halt meinen Chameleon-Skink irgendwie hier rüberbringen. Oh, das Rush, Dodge, Dodge. Wie weit kann ich denn wirklich laufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis dorthin könnte ich laufen. Ah, ne, mach mal nicht. Oha. So, dann versuchen wir hier irgendwie dicht zu machen. Na, bring den Ball jetzt halt hier auf die rechte Seite raus. Weil da unsere Chancen einfach am besten sind. Und jetzt muss ich das Ganze hier natürlich versuchen, ein bisschen safe zu machen. Will ich den Reroll? Ich bin mal nicht zu gierig. Schieb ihn mal darüber. Rück ihn natürlich auf, ne? Achso, der Rattenoger kann jetzt natürlich hier hinten rum. Ne, kann er nicht, ne? Da sind noch Tackling-Zonen, beziehungsweise meine Leute liegen einfach im Weg. Welchen will ich denn umhauen? Den hier vielleicht? Oh, Leute. Das ist doch alles Quatsch. So, ich bleib da stehen. Da habe ich nämlich eine halbwegs stabile Linie.
Der hier muss halt irgendwie weg. Der überlebt auch. Warum überleben die denn alle? Was ist denn los bei denen? Ja, hallo? Danke. Ja, da müssen wir durch. Okay, hau ich meinen letzten Reroll raus? Okay, das war also komplett für den Arsch. Geil. Also der One Die hat sich ja gar nicht ausgezahlt. So, dann hat er jetzt hier nämlich jede Menge Spieler frei auf jeden Fall, die er benutzen kann. Und er stellt dann meine Sauri zu, anstatt eigentlich direkt den Cage anzugreifen. Von da aus. Und der Spieler stand ja da am dichtesten dran. Er will wahrscheinlich einfach nicht, dass die Sauri damit vorrennen können oder sowas. Da einen Cage machen. So, da geht er. Ach, da geht er einfach durch. Das ist natürlich frech. Er kommt aber nur zum Schubsen. Natürlich benutze ich hier einen wunderschönen Dodge. Er wird auch folgen. Genau, hat mich schon mal an die Seitenlinie gedrängt. Das ist aber kein Problem für so einen Chameleon-Skink. Also da muss er jetzt richtig zustellen, die Seitenlinie auf jeden Fall. Vielleicht haue ich auch einfach nach hinten ab, ne? Ich habe ja jetzt hier eine kleine Skink-Armee. In Überzahl, da müssen wir mal gucken, was ein Gutter Runner macht. Und was ein Rattenoger macht, ne? Ob er den irgendwo irgendwie durchschummelt oder was er vorhat. Dahin möchte er. Okay. Da hängt der Rattenoger jetzt natürlich auch erstmal fest. Und ich habe hier die Chance, im Prinzip nach hinten durchzulaufen. Oder halt hier einfach ihn wegzublitzen, ne? Das geht auch. Okay, Gutter Runner bewegt sich, rusht nach da hinten. Ich weiß noch nicht genau, was er da möchte. Ja, er versucht da von meinem Saurus wegzudodgen. Nix ist. So, da müssen wir mal gucken, was ich hier vorhabe. Da kommen wir auf jeden Fall locker ran. Das ist schon mal gut für uns. So, wir machen das mal so. Da müsste ich eigentlich durch, ne? Aber der hat 3. Ja, ich brauche 2 Assists. Na, das ist nicht ganz optimal. Aber wir kriegen das irgendwie gebacken. Na, ich habe schon eine Idee. So, und dann müssen wir irgendwie bis dahin kommen am besten. Nein, mach das nicht, danke. So, wunderbar. Das hätte also funktioniert.
Den schubsen wir noch ein bisschen weg. Will ich da folgen? Ich bleib da. So, wer jetzt einen Apotheker benutzen? Nee. Das war, glaube ich, auch nur ein Lineman, ne? Hallo? Ja, dann nehme ich wohl both down hier. Okay, meine Würfel sind heute ein bisschen langsam. So, blöd ist natürlich, ne, sein Rattenoger steht hier. Ich habe da auch keinen weiteren Safety irgendwie. Die schubsen jetzt hier ein bisschen. Ich werde natürlich hier dodgen irgendwie. Aber ich hätte mich einfach totstellen sollen. Das wäre cleverer gewesen. Weil so kann er mich jetzt halt out of bounds pushen. Er hätte mich auch hierhin pushen können. Ja. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war blöd. Okay, der ist also auch schon mal verletzt. Es gibt aber keine Starplayer-Punkte für ihn. So, da haben wir jetzt beide zwei Verletzte, ne? Gleichzahl wiederhergestellt. Ach, mein Saurus wurde auch gerade betäubt. Na gut. Da greift er nicht einfach mit dem Rattenoger an. Oder ist er irgendwie besonders dumm? Braucht er jemanden neben sich? Ah ja, klar. Da muss jemand fressen können. So, und jetzt kommt sein Gutter-Runner von hinten da durch. Braucht nicht mal ein Going for it. Hat er aber auch keinen Support-Spieler. Wird also nur ein Einwürfel. Ah, er kommt von der Seite mit dem Lineman. Hat da die Chance hinzufallen. Macht's dann aber doch. Kann aber nur schubsen. Das ist gut. Und steht hier immer noch direkt neben meinem Saurus. So, er versucht da auch ein bisschen rumzuschubsen. Ja, das bringt ihm spielerisch nichts. Schon, mach ihn weg. Ja, hat überlebt. So, dann bringen wir erstmal den Ball in Sicherheit. Das ist ein Rush. Dann machen wir das wohl so. Ach, er hat auch noch Block. Ja, scheiße ist. Okay. Das ist natürlich mega fail jetzt. Dann hätte ich erstmal den anderen als Safety dahin bewegen sollen. So ist jetzt natürlich blöd, ne? Ich habe auch niemanden aufgestellt. Das war auch dumm. Der Blitz. Okay, von vorne nach hinten will er schieben. Hat er auch nicht großartig Auswahl. Überlegt er sich den Reroll? Ja, hat er überlegt. Gleiches Ergebnis. So, da kommt Verstärkung ran. Der bringt da nichts mehr. Der ist zu spät. Mit einem Double Rush könnte er da noch rankommen. Der Rattenoger blockiert ihn. Okay.
Hier wird ein bisschen geschubst. So, Probleme. Ich müsste hier natürlich jetzt irgendwie rauskommen am besten. Ne? Dazu hätte ich natürlich super gerne einen Blitz benutzt. So, wenn ich meine Saurier halt letzte Runde schon aufgestellt hätte, wäre das mega gewesen. Habe ich aber nicht. Brauche ich jetzt auch nicht heulen deswegen. So, du kannst dich mal schön verpissen. So, und dann versuche ich mich hier zu verpissen. Er hatte das Dodge nicht geschafft und ist K.O. Ernsthaft? Aber er hat auch eine 6 gewürfelt, oder nicht? Ich weiß nicht, da waren viel zu viele Würfel, die jetzt geworfen wurden, tatsächlich. Und das erste Würfelergebnis sah eigentlich gut aus. Achso, er musste ja zweimal dodgen, okay. So, du hast keine Rerolls mehr. Das war dein Zug, herzlichen Glückwunsch. Das war ein wichtiger Zug. So, habe ich eine Chance da? Ein Double Rush. Du brauchst auch einen Double Rush. Okay, interessant. So, und fort mit dir. Ja, andere Chance habe ich jetzt halt nicht. Und da fällt er hinten hin. Kurz vor der Touchdown-Zone. Oh Gott. Wunderbar, dieses Spiel. Wunderbar. Ja, also noch ein bisschen buggy hier auf jeden Fall das Spiel, ne? Dann habe ich es natürlich auch versaut hier in der ersten Halbzeit. Es hätte jetzt mit ein bisschen Glück 1-1 stehen können, aber tut's halt nicht. Blöd auch, dass bei mir direkt ein Saurus rausgegangen ist am Anfang, das ist natürlich schon blöd. Der Skink, ja, damit ist zu rechnen, ne? Der Chameleon-Skink, der sich da K.O. gehauen hat, gerade beim Dodgen, dazu war ich halt gezwungen, ne? Also dadurch, dass er mich ja zugestellt hat, dadurch, dass ich die Sauri nicht aufgestellt habe hier, die Leute nicht bewegt habe. Also ist im Prinzip meine Schuld, dass ich jetzt keinen Touchdown habe, dass es nicht 1-1 steht. Daran ist auch das Spiel ein bisschen schuld, aber soll er halt auf jeden Fall hier seinen Spaß haben. Ich, ja, komm, wirf noch einen Pass, Junge. Er verkackt den Pass. Achso, ich darf versuchen mit einem Spieler zu... Ja, natürlich möchte ich das. Meinetwegen auch mit dem hier. Dafür wäre jetzt halt ein Chameleon-Skin geil. Ach, nach da hinten wirft er. Okay. Und jetzt versucht er hier vielleicht noch eine Ballübergabe oder irgendwas, um dann noch den dritten Touchdown zu machen. Wenn er es schafft, okay, cool. Aber er hat da auch nicht genug Glück. Und damit endet die erste Halbzeit. Also es steht 0-2. Er bekommt jetzt den Ball am Anfang. In der zweiten Halbzeit. Und ich habe zwei Spieler weniger. Ein Saurus, ein Skink.
Das ist natürlich schon mal alles andere als optimal. So, ich stelle die Jungs eng zusammen. Ich schenke ihm die Seiten so ein bisschen. Wir machen das hier einigermaßen safe. Ne? Er hat einen Rattenoger, ist damit also an der Linie, würde ich sagen, leicht im Vorteil. Aber wir gucken mal, wie er das nutzt. Was ist denn bei ihm rausgegangen? Zwei Linemen? Ne, ein Gutterrunner und ein Lineman. Okay, gut. Also ich bin froh, ne, dass jetzt niemand dauerhaft verletzt ist. Er hat da nicht so viel Glück gehabt. Er hat halt schon einen Lineman mit eingeschränkten Verletzungswurf. So, ich werfe dem sein... Oh, ganz nach hinten. Und Wetter ist immer noch gut. Ja, Wetter ist immer noch perfekt. So, dann müssen wir jetzt gucken. Ne? Er hat hier nicht noch welche rangestellt an der Linie, um einen stärkeren Vorteil zu haben. Versucht hier direkt mit einem Lineman durchzugehen. Das halte ich nicht für super gefährlich. Den Gutter Runner eher. Da werden wir gleich mal jemanden abstellen. Und dann schauen wir mal, was er mit dem Werfer machen kann. Ne? Er erlaubt mir jetzt im Moment noch, hier die Flanke voll auszunutzen. Sein Werfer ist auch nicht super schnell. Ne? Ich kann da einen Passabfänger auf jeden Fall mit hinbringen in Form eines Chameleon-Skinks. Ich kann Saurus da im Moment mitnehmen und einen Unterstützungs-Skink noch, der schneller als sein Werfer auf jeden Fall ist. Er hat hier das Both Down, kann sich jetzt überlegen, nimmt er den Reroll direkt am Anfang der Halbzeit oder sagt er, ich stehe eigentlich gut genug. Er nimmt ihn. Okay. Das ist natürlich super. Dann habe ich nämlich hier jetzt schon mal einen kleinen Vorsprung, würde ich denken. Wir wuseln hier einfach direkt in seine Hälfte rein. So, er steht einfach nur auf. Und dann machen wir das hier halt ganz gechillt. Drücken ihn an die Linie. Stellen dann noch einen Saurus zur Absicherung mit hin, damit er nicht frech wird. Oder brauche ich den da oben? Aber was hier hinten passiert, ist eigentlich erstmal zweitrangig, solange das oben funktioniert, ne? Ich denke, diesen Saurus. Ja, würde ich gern dorthin bringen. Um ihn so ein bisschen schon mal von der Linie abzuschneiden. So, und jetzt drücken wir die Jungs hier einfach weg. Ein K.O. K.O. ist gut. Da wird er beim Lineman auch nicht den Apotheker nehmen. Ja, das bringt uns jetzt schon mal eine zahlenmäßige Ausgeglichenheit zumindest an der Linie. So, und das war mein Zug.
Hier hat er jetzt natürlich einen Vorteil beim Block irgendwie. Deswegen hätte ich ja gern noch einen Skink hingestellt irgendwie, den ich jetzt natürlich nicht habe. Aber erstmal seinen Gutterrunner so ein bisschen blockiert hier. Das ist nicht schlecht. So, da kann er genau das Both Down nehmen, da er Block hat. Dann kann er sich jetzt überlegen, ob er hier den Lineman ranstellt. Ne, er blitzt direkt mit dem Lineman, okay. Möchte ich mich an die Linie drücken lassen? Ich sage einfach, ich tue nichts. Dann kann er mich da hinlegen. Aber kriegt mich halt nicht rausgedrückt. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich ihn hinstelle wieder oder nicht. So, mein Skink ist schon direkt in Touchdown-Reichweite. Ne, sein Werfer wird natürlich noch irgendwas machen wollen, denke ich mal. Aber ansonsten wird es hier gerade echt schwierig für ihn. Sein Blitz hat er schon weg, das heißt, er kann den Rattenoger aufstellen. Aber kann hier halt niemanden mehr frei blitzen. Ne, den Blitz hätte ich eher da benutzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Um mit dem Rattenoger einen Saurus wegzublitzen irgendwie. Das wäre nur ein Würfelblock gewesen. Ah, hier drüben hätte er, glaube ich, zwei Würfel bekommen gegen den. Und dann hätte er hier einen Lineman frei gehabt, ne, und hätte hier wenigstens zur Unterstützung was machen können. So hängt er derzeit, zieht den ja auf die Linie draus, raus. Mein Chameleon Skink hat natürlich on the ball, ne, also der kann hier einfach rüber, um den Pass abzufangen. So, wo will ich denn hin? Ich würde natürlich gerne direkt in seine Fresse rein. Das kann ich nicht. Also gehe ich einfach dorthin. So, er verkackt erstmal den Pass. Schafft es dann doch noch. Ich versuche, den abzufangen. Pass kommt durch. Ich habe eine 1 geworfen. Aber ich habe halt schon mal einen Chameleon Skink in der Nähe seines Lineman. Und wenn er jetzt vergisst, den Rattenoger aufzustellen, habe ich auch einen Saurus in der Nähe. Okay, da denkt er dran. Ja, deswegen brauchen die Chameleon-Skinks eigentlich fangsicher. So, das wären negative Würfe. Wie komme ich denn hier am besten an ihn ran? Mit einem Rush? Okay, wir machen das mal im Rush. So, ich bewege mich hier erstmal runter. Mit meinen Sauri. So, ich kriege halt keinen zwei Würfel hin, ne? Ah, ich habe mich falsch bewegt. Ach, ich bin dumm. Das gibt's nicht. So kann ich ihn wenigstens da hochdrücken. Und Rerolls habe ich ja auch. Aber ein Push reicht, ne? So, hier kommt er nicht durch, ne? Also er müsste dann ganz außen rum im Moment. So, dann versuchen wir die Situation hier noch ein bisschen zu bereinigen irgendwie. Ja, wir drücken ihn einfach weg. Bleiben da stehen. So, dann stellen wir ihn auf, um die beiden so ein bisschen zu binden. Hauen hier nochmal seinen Rattenoger.
ungefähr so. Und dann könnte ich hier versuchen, noch zu entkommen irgendwie. Und tschüss. So, den legt er da an der Linie ab. Na, er kommt hier auf keinen Fall hin. Der Einzige, der hier unterstützen könnte im Moment, wäre der Gutter Runner. Ansonsten hat er hier halt einen Einwürfelblock. Ne? Also er könnte versuchen, mit dem Einwürfelblock hier durchzublitzen. Problem ist natürlich, selbst wenn er hier das Follow-up nimmt, ne, deckt er noch. Und wir haben halt gleich die Chance, ihn out of bounds zu pushen. Das können wir mit oder ohne Blitz machen. Er hat jetzt hier ein, zwei schwierige Entscheidungen zu fällen. Oh, okay, gut. Und da macht er den Gutter Runner Blitz. Okay, interesting. Ja, schiebt er ihn jetzt hier zur Seite? Ja, er schiebt ihn da zur Seite. Oh nein, ach komm schon. Jetzt das Feld nämlich auch frei, ja. Und damit ist er halt hier frei eigentlich, ne. Kann hier durchrennen einfach. Könnte ein doppeltes Going Forward nehmen. Er stellt ihn noch zu. Er ist schneller als meine Sauri. Hier hinten habe ich noch einen Chameleon Skink. Also er müsste hier an die Seite auf jeden Fall ran. Ah, er nimmt direkt das Going Forward, macht den schnellen Touchdown. Okay, er hat drei Spieler weniger. Ich auch. Unangenehm. Einer ist unsichtbar. So, er stellt zuerst auf. Stellt mir wieder seine Linemen an die Linie. Was hat er denn draußen? Ach ja, er hat ja so viele Linemen. So, so langsam wird es hier sehr übersichtlich auf dem Feld. So, was versuche ich denn? Versuche ich ihn irgendwie zu blockieren oder seine Linie irgendwie zu dingsen oder was? Stelle ich die hier außen auf? Warte mal, dann pushe ich den. Besetze dieses Feld hier. Hätte in der Mitte noch mal eine Chance zuzuhauen. Ja, wir machen das mal so. Dann können sich die Jungs hier ein Feld breiter erstmal aufstellen. Wir gucken mal, was wird. So, ich benutze ihn natürlich direkt, um mich da drunter zu... Okay, er steht da. Angeblich. Kann ich hier noch ein? Nee, ja, doch. Jetzt funktioniert das. Ich habe keine Ahnung. Schönen Fans, okay. Ist nichts passiert? Nee. Okay, hier was mit dem Ball los ist, auch keine Ahnung. Wir sichern den Ball erstmal ein bisschen. Und dann fangen wir auf der Seite am besten an. So, ich würde gerne hier noch ein paar Tote und Verletzte sehen bei den Skaven. Ist auch nicht schlecht. Wo will
will ich denn durch? Wahrscheinlich will ich versuchen, hier drüben durchzukommen. Ne? Muss ich mal gucken. Vielleicht ziehe ich auch erstmal in die Mitte rein. Na, ich mache mich da erstmal so ein bisschen breit. Hier drüben mache ich auf jeden Fall, genau, da sind zwei dazwischen. Da kann der Gutterrunner natürlich versuchen durchzukommen irgendwie. Ich mache hier erstmal die Linie ein bisschen zu. So, und dann schaue ich mal, der Gutterrunner kommt elendiglich weit. Okay, wir haben noch Zeit, ne? Also ich weiß noch nicht, wo ich hin möchte. Wie sieht es mit den Blitzern aus? Ja, die würden da bis zum Logo kommen, alle. So, dann machen wir es erstmal so. Und schauen, wo er sich vorwagt, was sein Plan ist. Ob ich vielleicht noch jemanden raushauen kann irgendwo. Das wäre halt sehr, sehr nützlich. So, da drüben will er durchblocken. Ne, um da Platz für seinen Gutterrunner zu machen. Kann er auch ein bisschen Platz schaffen. Ah, Rattenoger kommt auch nach vorne mit dem Blitz, okay. Ja, ich bräuchte halt echt einen Coxigor, ne, um dem Rattenoger irgendwas entgegensetzen zu können. So, und deswegen bin ich halt so weit nach hinten gegangen, ne, damit hier erstmal nichts anbrennt. So, die rechte Seite sieht immer noch ganz einladend aus. Er kommt mit dem Gutterrunner links rum, nimmt beide Going for It. Ich komme da einfach so mit dem Blitz ran von der Seite. Er kann ihn auch nicht mehr, doch, er könnte ihn noch mit dem Werfer zustellen. Tut er aber nicht. Das könnte ein Fehler gewesen sein. So, jetzt habe ich hier nämlich einen wunderbaren Drei-Würfel-Blitz. Da ist nichts Gescheites dabei. Da ist mein Pau. Ah, ich rück da einfach nach. Okay, er bleibt stehen. Mache ich eine Ballübergabe? Nee, ne? Ich laufe, glaube ich, ganz normal durch. So, wir laufen, basteln uns hier halt ein Screen. In der Hoffnung, warte mal, will ich ihn ein bisschen wegsetzen. Das wäre gar nicht so dumm, ne? Wie weit kommst denn du? Bis dahin, das ist okay. So, wir basteln uns hier diesen Screen, wie gesagt. Von hinten screenen wir das auch ein bisschen, ne? Da kann ich halt nicht zumachen. Ah, vielleicht hätte ich seinen Rattenoger einfach direkt blockieren sollen, ne? Einen Skink einfach an seinen Rattenoger setzen, damit der schon mal nichts Gescheites machen kann. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. So, er kann sich jetzt hier aufstellen, ne? Aber er hat halt nicht genug Leute, um das ganze Feld zuzubauen. Und meine Jungs sind halt auch relativ schnell. Also er müsste jetzt die Sauri zustellen, alle. Das wäre quasi sein Job. Und da muss er sich halt überlegen, am besten hier hinten bei den Skinks irgendwie durch so ein bisschen. So, hier versucht er einen Block auf jeden Fall. Ist komplett richtig. Da
stellt dann jemanden neben den Rattenoger, ja, bringt ihn zum Stolpern hier, mein wunderschönen Saurus. Dann passiert aber nichts. Und dann müsste er eigentlich den Blitzer hier irgendwo hinsetzen, ne? Weil hier ist alles noch komplett unsafe. Aber er stellt deswegen lieber meine Sauri zu. Da haben wir jetzt eine 1 gegen 1 Situation jeweils. Das bringt ihm noch nichts. Er muss da noch mehr Leute reinstellen. So, da kommt der Blitz mit dem Rattenoger. Kann er sich entscheiden zu pushen. Hier wird wahrscheinlich in die Richtung pushen, denke ich mal. Nee, er pusht nach vorne. Okay, und da der Frenzy hat, drückt er ihn in die Richtung weg. So, da habe ich hier trotzdem noch eine 1 gegen 1 Situation. Ah, er kann sich noch bewegen. Ah, er hat ja geblitzt. Okay. Ja, aber ich habe Skinks. Das ist also nicht so das Problem jetzt, ne? Er kann hier aufstehen. Da könnte ich sogar blitzen, wenn ich Bock hätte. Dann kann ich hier Skinks ransetzen. Sein Gutterrunner wird versuchen, einen zuzustellen. Tut er nicht. Okay, warum nicht? Wenn er da jetzt nichts tut, bin ich weg. Aha, okay. Na, clever. Geht so. So, wie viel Unterstützung brauche ich denn hier? Ich habe schon plus 1. Ja, da könnte ich halt ran. Okay. Ich brauche hier nur ein plus 2, ne? Ah, das wäre ein Rush auf jeden Fall. Wie mache ich das denn am besten? Ja, ich setze da plus 1. Okay, ja, da muss ich ihn hier hinsetzen. So, und dann muss er aufstehen. Ne, den will ich gar nicht wegmachen. Du stehst einfach nur auf. Jetzt habe ich hier meinen 2-Würfel-Block. Pushing hier einfach nur raus. Ups, fort mit dir. Jetzt sein Werfer an der Linie. Und dann bewege ich mich noch hier drüben hin. So. So, die Jungs hier, ne, die müssen sich auch was. Von da aus könnte er blitzen. Er könnte von hier aus versuchen zu blitzen. Er braucht halt noch ein bisschen Support. Er hat dafür auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich wollte jetzt auch nicht den Rush nehmen, um hier den Blitzer zuzustellen. Das wäre vielleicht aber eine sehr, sehr gute Option gewesen. Okay, er muss jetzt jemanden fressen. Einen von den beiden. Den nimmt er. Haut den damit K.O. Schafft dann hier erstmal nur einen Push. Drückt auch noch in die Richtung, schafft noch einen Push. So, damit ist der Blitzer jetzt frei. Na, er kann hier einfach reingehen.
Kann versuchen, den Ball zu bekommen. Der liegt dann immer noch gut in meiner Kontrollzone. Ich denke, er bekommt nicht genug Unterstützung ran. Aber jetzt hat er... Ah ne, er hat Block. Okay. Ich hätte auch gern Block. Ja, damit hat er den hier als Unterstützer freigemacht, den Lineman. Da kommt er auch direkt angelaufen. Na, das ist einfach nur ein Safety für ihn. Den braucht er eigentlich nicht. Weil er sowieso von hier oben rangeht, da hat er sowieso den starken Vorteil. Überlegt er sich jetzt nochmal einen Reroll zu nehmen. Tut er auch, damit er den Pow bekommt. So, der Ball liegt an der Linie. Dann kommt sein Werfer noch nicht so richtig gut ran. Sein Gutter Runner, da hat er sich den Weg hier selber blockiert, ne? Der kommt da jetzt auch nicht gut hin. Weil er ihn halt hier in Richtung Linie geschoben hat. Das war streng genommen nicht so ganz clever. Er stellt ihn dazu. Warum? Du hast schon geblitzt. Wer den nächste Runde hier hinpushen und dann mit Frenzy nach draußen oder... Was ist sein Plan? Okay, da steht er. So, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie machen wir das Ganze? Ich komme da nicht gut hin, ne? Ja, wir machen das mal so. Muss ich vorher noch andere Dinge tun? Ja, muss ich. Wie läufst denn du? So läufst du, okay. Dann kommst du dorthin. Du schießt ein bisschen auf. Kann ich hier dafür sorgen, dass es für ihn echt eklig wird? Ah, nicht wirklich, leider. Wir konzentrieren uns mal auf den Ball. So, wunderbar. Dann schubsen wir ihn hier weg. Möchte ich folgen? Ne, möchte ich nicht. Der steht da draußen ganz gut. Beim Saurus. Okay, wunderbar. So, ich habe noch zwei Züge. Mitgenommen. Klasse. Auf geht's, ab geht's. Ich würde seinen Werfer gerne zustellen. Und der Werfer konnte jetzt natürlich versuchen, hier hinten einfach rauszukommen. Und ich bin leider zu langsam, um ihm das zu vermiesen. Dafür bräuchte ich einen Doppelrush. Das machen wir einfach mal. Okay, wunderbar. So, da haben wir hier noch einen Einwürfelblitz. Ja, da ist ja auch scheißegal, wie der ausgeht. Aber ich entferne mich da mal ein bisschen von der Linie, damit das nicht ganz so einfach hat. So, er könnte versuchen, da wegzudodgen, ne, hier den Blitz anzusetzen. Das wäre im Moment seine beste Chance, irgendwas zu reißen. Das ist auch ein Blitzer. Das heißt, er hat ganz vernünftige Chancen. Na, 50% hat er. Ne, es sind zwei Pushes drauf und ein Stolpern. Nimmt er. Ja.
Also eine 75% Chance ist es bei 2 Würfeln, ne? Wenn er 4 Würfel nimmt, ist die Chance natürlich ein bisschen höher. Da ist ein Both Down. Er schafft es nicht, das Ding zu fangen. Ich habe noch einen Zug Zeit, hier irgendwas zu reißen. Und mein Skink ist auch gut in Reichweite für einen Touchdown. Ein Reroll habe ich noch. Er ist dumm, er hat niemanden daneben zu stehen. Das ist also schon mal nichts geworden. Herzlichen Glückwunsch. So, da versucht er sich rauszublocken. Kriegt den Schädel. Ist in Ordnung, muss ich sagen. So, was hat denn der Stärke? 3. Ich bräuchte also 3 Unterstützungsspieler. Ah, auf das Feld hätte ich ihn pushen wollen eigentlich. Ah, okay, ich hab's verkackt. Kann ich ihn, ich könnte versuchen, ihn auf den Ball zu pushen. Das Problem ergibt sich natürlich nicht, wenn wir ihn einfach legen. Ein K.O. immerhin. Und dann muss ich hier noch einen Rush nehmen. Ja, mal gucken. Könnte ja diesmal funktionieren. Natürlich nehme ich den Team Reroll. Und diesmal hat der Rush funktioniert. Also es hätte hier locker 2-2 stehen können durch einen kleinen Bug und ja, dadurch, dass ich halt nicht super gut gespielt habe heute. Er hat ihn schon wieder gefressen. Eigentlich haut er sich ihn, glaube ich, gegens Auge und der prallt dann ab, ne? Ah, die Animationen sind noch ein bisschen unsauber. Ach, wir haben sogar noch einen Zug dann. Ja, geil. Problem ist natürlich, Spieler werden langsam knapp. Ich stelle mal da vorne hin. Falls der Rattenoger hier mit Frenzy durchkommt. Dann soll man sehen, was er in 2 Zügen machen kann. Ne? Eigentlich wäre es natürlich clever gewesen, mich ganz hinten aufzustellen, denn er wird jetzt natürlich versuchen, irgendwie einen Pass zu werfen mit dem Gutter Runner, direkt durchzurushen oder sowas. Ich versuche mal hier ein bisschen weiter auf die rechte Seite zu gehen. Da habe ich ja noch ein Feld Toleranz, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Der landet da direkt vorne an der Linie. Wir haben schon wieder wechselndes Wetter. Es bleibt aber perfekt. So, und da hat er jetzt natürlich nicht mehr viele Optionen, da irgendwie gut hinzukommen. Mit einem Werfer. Ja, er hat seine Linie jetzt endlich mal so ein bisschen offset gestellt, damit er hier wenigstens gegen einen Lizardman so ein bisschen Vorteil hat. Da fängt er an zu pushen mit seinem Rattenoger. Ups. Pusht nochmal. Ja, und damit hat er jetzt halt 3 Spieler neben sich. Ich kann auch mal versuchen, ihn zu hauen dann. Und er hat jetzt hier keine guten Würfel, dadurch, dass sein Rattenoger halt da niemanden gelegt hat und einfach so weit durchgegangen ist durch die Linie. Da hat meine Aufstellung also funktioniert. So, er geht da direkt mit dem Gutter Runner rüber. Ne, er geht nach hinten. Also er will sich eigentlich nur verteidigen. Ne? Er verwaltet jetzt so ein bisschen. Aber ich meine, was soll ich machen? Ich habe einen Zug. Da werde ich, glaube ich, keinen Touchdown erzielen. Auf jeden Fall ist er weit genug weg, um nicht vor meinem Saurus geblitzt zu werden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme. Sein Werfer hat auch Rüstung 8, die Linemen auch. Vielleicht kann ich davon noch einen verletzen. Okay, er versucht dann nochmal einen Pass zu werfen.
Achso, ich kann... Was? Wo will er den hinwerfen? Achso, ich kann On the Ball benutzen. Ah, das ist der Trick. Nee, nicht so. Lauf mal dahin. So, und den zweiten könnte ich doch jetzt auch benutzen eigentlich, oder? Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich darf ich nur einen benutzen tatsächlich. Okay, er hat den Pass nicht mal geschafft. Ich habe natürlich keine Chance, irgendwie einen Touchdown zu bekommen. Also machen wir das Einzige, was noch geht. Versuchen ein paar Spielerpunkte, Starspielerpunkte hier zu bekommen. Aber es reicht nur für ein K.O. Wir haben da nicht so super viel Glück mit der Verletzungstabelle. So, hier können wir einfach noch einen Rand stellen. Nehme ich einen Chameleon Skink? Nehme ich einen Saurus? Ach, ich nehme Chameleon Skink, was soll's. Wenn alles glatt läuft, liegt der sowieso. Läuft aber nicht alles glatt. Auch da nur der Push. Weg vom Rattenoger. Ne, wir bleiben am Rattenoger dran. Ne? Wir machen es ihm möglichst schwer natürlich. Ach, pusht nur. Das ist doch nicht gut. So, dann hat er gleich noch... Ach nee, danach ist schon vorbei. Ich brauche gar nichts mehr machen. Danach ist schon vorbei. Er hat gar keinen Zug mehr. Ich dachte, er hätte noch einen Zug. Ja, es war Spiel ein bisschen buggy, ein bisschen nicht ganz optimal von mir auf jeden Fall. Wir haben aber fürs nächste Match wieder die volle Aufstellung. Glückwunsch an Victor auf jeden Fall. So, das gibt 1100 Punkte. Fast 1200 für den Blood Pass. Das ist in Ordnung. Also 5 Spiele für 6 Stufen ungefähr braucht man. Ein bisschen mehr. Trainer hat uns gleich ein bisschen was gegeben. Er hat 0. Warte mal. Nee. Er hat Punkte bekommen. Plus 16. Ich habe nichts bekommen. Okay, ich bleib bei 1000. Unter 1000 kann man offensichtlich nicht fallen. Aus Gründen. Ja, wir können uns jetzt einen Apotheker leisten, auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, um unsere Sauri ein bisschen zu schützen. Ein Kroxigor wäre natürlich auch richtig geil gewesen. Ja, hier gibt es... warte mal, wie viel sind das? Was bekomme ich denn da? 35.000. Und ein Touch... Ja, und ein Touchdown, genau. Es sind 45.000, ne, plus die 30, die ich noch hatte. Also der Apotheker ist auf jeden Fall drin. Dedicated Fans, der Würfelwurf ist komplett irreführend und nutzlos. Ich brauche nicht würfeln, weil ich bei 1 bin. Auf jeden Fall, ich glaube, ich kann nicht auf 0 sinken. Würde ich denken. Also schauen wir mal in die SPP rein. Ja, er hat natürlich deutlich mehr bekommen. Ne? Hier die 6 Punkte durch den Doppel-Touchdown einfach auf den Gutter Runner. Herzlichen Glückwunsch. Hat er 2 MVPs bekommen oder hat... Ah ne, das hier ist ein Pass und ein Touchdown. Warte mal, er hat 3 Touchdowns gemacht, ne? Genau, der andere Touchdown ist hier auf dem Blitzer. Dann ist einer von den beiden MVP geworden und der andere hat 2 Verletzungen. Nee, hier sind die 2 Verletzungen. So viele Pässe hat er nicht geworfen. Es sieht so aus, als wenn er hier noch mit 3 Spielern Touchdowns gemacht hätte und... Nee, mit 2 Spielern noch. Hat er zu 4 gewonnen? Nee, hat er nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist bei ihm. Hier, was da passiert. Ein Touchdown und eine Verletzung verursacht, würde ich denken. Hier ist der MVP auf dem Saurus. Das ist schon mal ganz cool. Und
Der Alligator hat auch eine Verletzung verursacht. Ah, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ne? Also der 6-Punkte-Spieler ist auf jeden Fall der 3:1, genau. Das heißt, er hat 2 Touchdowns gemacht eigentlich nur. Ne, den Doppel-Touchdown hat er gemacht. Dann ist ein MVP dabei. Das ist der Lineman. Und was hat sein Werfer gemacht? Der hat ja keine 4 Pässe geworfen. Hat er 2 erfolgreiche Pässe geworfen und eine Verletzung verursacht? 3 Verletzungen, ja, das könnte hinhauen. Ja, das könnte hinhauen. So, cool. Dann gucken wir mal, was es für Belohnungen gab. Und was ist denn jetzt mein Ranking eigentlich? Sehe ich das? Nee, es ist tatsächlich, ich habe nichts bekommen, weil ich einfach nur verloren habe. Und bin auch nicht unter 1000 gesunken. Okay, interesting. So, wir gucken uns die mal an. Ja, keine bleibenden Verletzungen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich hätte gern ein Apothekarius. Und dann fangen wir an, auf den Croxigord zu sparen. So, und dann schauen wir mal nach. Also, hier habe ich erstmal was bekommen. Für Level 6 habe ich was für einen Ogre bekommen. Ach, für den Chaos-Ogre. Habe ich hier diese Klinge für den linken Arm bekommen. Okay. Nutzlos. Und im Blood Pass haben wir aber 2 Stufen gemacht. Die Princely Breastplate, das ist was für den linken Arm. Natürlich Brustplatte für den linken Arm. Für einen Lineman. Der Imperial Nobility. Und außerdem gab es 50 Warpsteine. Okay, cool. Ja, so funktioniert auf jeden Fall die Open Ladder in Blood Bowl 3. Und ja, erstes Spiel, blöd. Bisschen dumm gelaufen, aber gut, erstmal mit den Echsen ein bisschen warm werden. Das gehört ja auch dazu irgendwie. Das wird schon laufen. Und dann schauen wir mal, was diese Saison für einen Rang drin ist. Achso, habe ich das erwähnt? Das läuft noch 78 Tage oder sowas. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie weit das noch ist. Aber es sind nicht die vollen 90 Tage, die es normalerweise ist. Und da muss man halt so, ja, ich denke mal so 40 Spiele kommt man damit hin. Ne, mit 40 Spielen kommt man nicht hin, ne? Wenn ich für 5 Stufen 6 bekomme. Dann bin ich bei 8, 48. Ne, man braucht ein bisschen über 40 Spiele. Also so 43 bis 45 Spiele, würde ich denken, braucht man. Achso, wenn man gewinnt, bekommt man ja vielleicht mehr XP, ne? Also vielleicht kommt man doch irgendwie, wenn man alles gewinnt, mit 40 Spielen hin. Könnte knapp werden. Man weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Wir haben jetzt nichts verloren, so gesehen. Haben schon ein paar Starspieler-Punkte bekommen, mit denen wir noch nichts anfangen können. Ne? Wir brauchen, glaube ich, für einen Primärskill erstmal 6 Punkte, genau. Aber da sind wir ja schon relativ dicht dran jetzt mit einem Spieler. Unser Skink hier ist auch schon relativ dicht dran, den würde ich dann vielleicht zum Fauler machen oder sowas, mal gucken. Und da müssen wir mal schauen, dass ich das nächste Spiel irgendwie ein bisschen cleverer spiele, ne, dass ich mir da noch irgendwas Besseres einfallen lasse. Ja, für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut und bis dann. Ciao.